Genau. Ich habe mich auch entschlossen, ohne PowerPoint zu arbeiten, weil da bin ich eigentlich schon, glaube ich, das machen immer weniger Leute PowerPoint. Gell? Und zwar bei mir war es deshalb, weil chinesische Medizin heißt immer, ist eine Übertragung von Herz zu Herz. Das heißt, ihr müsst mich anschauen, oder das ist das Herz da drinnen, mehr oder weniger. Und wenn ihr die ganze Zeit auf einem PowerPoint schaut, ist eine Übertragung von PowerPoint zu Herz und die funktioniert nicht ganz so gut, aus meiner Sicht. Und das, was an Wissen ist, habe ich ins Skriptum reingeschaut. Es ist auch für die Augen ganz gesund, um mal kurz in die Nähe zu schauen und dann wieder viel mehr. Ich bin nicht gekriegt. Und nachdem Stolz das giftigste Gift für einen Arzt ist, bin ich auch nicht, dann darf ich nicht zu stolz sein und muss manchmal nachschauen, wenn ich nicht weiter weiß und kann mich nicht über die PowerPoint durchfummeln und ich finde jetzt alle, ich bin toll. Also auch das ist ein Vorteil von dem Nicht-PowerPoint. Etwas, was den Dr. Wang damals ganz stark inspiriert hat, war Ling Shu Kapitel 1. Das ist so wie, wenn man bei uns sagt, Evangelium nach Lukas, wenn ich jetzt dachte, also das ist, weiß dann jeder chinesische Arzt, was das ist. Also es ist der gelbe Kaiser, in zwei Bücher eingeteilt. Eins ist mehr so ein grundlegendes Buch. Und eins ist ein Buch, wo es sich über Nadeltechnik dreht. Also über Nadelung. Und das ist das Ling Shu. Und im ersten Kapitel von diesem Buch über Nadelung steht eben geschrieben, dass ein Dorn, ein Stück Schmutz, ein Knoten, eine Blockade, auch wenn der Dorn schon lange drinnen steckt, kann er entfernt werden. Auch wenn Schmutz schon lange besteht, kann er weggewischt werden. Und auch wenn ein Knoten schon lange besteht, kann er gelöst werden. Also auch spannend. Die haben drei verschiedene Begriffe für Pathologie da drin. Da haben wir Dorn, Schmutz und Knoten. Und das vierte ist Blockade. Auch wenn eine Blockade schon lange besteht, kann sie geöffnet werden. Und dann eben diejenigen, die sagen, dass eine alte Krankheit nicht geheilt werden könne, liegen falsch. Wer Nadeln gebraucht, soll nach den Krankheitsursachen suchen. Also wie ich schon gesagt habe, teilweise wirklich so diagnostisch ziemlich genaue Ahnung haben, wo die Krankheiten herkommen. Denn dann kann der Dorn entfernt werden, der Schmutz weggewischt und der Knoten gelöst werden und die Blockade geöffnet werden. Und auch eine lang bestehende Krankheit kann ein Ende finden. Also im Linksschuh steht er oft wirklich von Heilung und nicht von Linderung von Krankheiten. Und das hat der Dr. Wang damals angesprochen. Nach dem Motto, er hat es schon geschafft, dass es den Leuten besser ging. Aber da stand ja immer, dass der Dorn wirklich ganz ausgezogen werden kann, der Schmutz ganz weggewischt werden kann. Also die Leute wirklich auch nach langer chronischer Krankheit allein durch Nadeln geheilt werden können. Und nicht Kräuter brauchen, weil die Nadeln zu wenig sind. Was ein Konzept der modernen TCM ist eher. Also bei schweren Krankheiten braucht es ein Kräuter. Nein, wenn man die Krankheitsursachen versteht, und sich in seiner Nadelkunst sicher ist, kann man auch lange chronische Krankheiten allein mit Akupunktur heilen. Und eben, wer sagt, diese Krankheiten könnten nicht behandelt werden, hat seine Fähigkeiten noch nicht ausreichend entwickelt. Das hat so der junge Dr. Wang, am Ende seiner 20er Jahre hat er das gelesen und sie dachte, gut, wenn ich alt bin, wird ich einer sein, der das kann. Ja, das kann.